Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen auf dem Zweitkanal. Ich wollte noch ganz kurz, bevor ich weitermache, hier kurz euch anflexen. Achtung! Oh, ah ne. Das hier wollte ich. Ja, aber mache ich die Ananas auch an? Ja, ne? Ja. Doch, so können wir es lassen, liebe Freunde. So bin ich zufrieden. Ich wollte kurz auf dem Zweitkanal, dieses Bläuliche mag ich da ein bisschen mehr. Ja, wie gerade schon erwähnt, wir sind auf dem Zweitkanal. Viele wissen noch gar nicht, dass ich einen Zweitkanal habe. Viele aber schon. Wir haben hier schon echt gut Zuwachs reingehauen. Sind kurz vor den 100.000, was mich richtig freut. Ja, hier kommen extra Reactions jeden Tag um 18 Uhr. Also könnt ihr gerne auch abonnieren, die Glocke aktivieren, wie ihr Bock habt. Und ja, wir gehen einfach mal rein. Liebe Freunde, es gibt nicht viel zu erzählen. Wir gucken uns heute Marc Eggers an. Wer geht eher fremd? Männer oder Frauen? Straßenumfrage. Dementsprechend, ich bin gespannt. Straßenumfragen finde ich immer so mal interessant, mal nicht. Deshalb, ich bin sehr gespannt, was Marc Eggers hier alles so rausgefunden hat. Wir gehen rein ins Video ohne groß schnackeln, liebe Freunde. Hab hier schon meinen Tee. Hauptsache, ihr habt es gemütlich, dort wo ihr seid. Hauptsache, ihr lehnt euch zurück und seid eingekuschelt. Keine Ahnung, schaut's mit eurem Freund, mit eurer Freundin, mit eurem besten Freund, mit eurer Mama. Völlig egal. Hauptsache, euch geht's gut und wir können reingehen. Let's go. Jetzt geht's los. Jetzt fragen wir nach hier. Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vorab, bevor es losgeht. Man kann es unschwer erkennen. Ich habe investiert, tatsächlich einfach mal so ein professionelles Mikrofon geholt mit so einem That's Me Windschutz. Gerne mal einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefällt. Wir machen das jetzt einfach ein bisschen professionell. Ja, lasst mal alle rübergehen, liebe Freunde. Lasst auf jeden Fall mal einen dicken Daumen nach oben da. Der Link ist natürlich, wie immer, findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, sowieso, ne? Egal auf wen wir reacten, was wir uns angucken, immer schön rüber Liebe dalassen. Immer sehr wichtig, liebe Freunde. Finde ich sehr wichtig, dass wir einfach auch dankbar sind den Leuten, dass sie die Möglichkeit geben, dass man darauf reagieren kann, ne? Also, es gibt natürlich auch ein paar Leute, die claimen das weg, sodass das Video dann nach ein paar Tagen nicht mehr verfügbar ist, aber Marc Eggers gehört, glaube ich, nicht zu denen. Moderation ist das Thema für dieses Jahr. Ich habe extrem Bock, mal ein bisschen mehr in diese Richtung zu machen, aber selbstverständlich gibt es auch weiterhin die Straßenumfragen und wir werden heute hier die Leute mal fragen, wer geht denn eher fremd, Männer oder Frauen? Auf geht's. Mein Name ist Marc Eggers, Carsten hinter der Kamera und ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Was glaubt ihr? Schreibt's mal rein. Wer geht eher fremd? Männer oder Frauen? Let's go. Habe ich doch direkt gesehen, habe ich doch sofort das Auge drauf geworfen. Auf die Mama. Nee. Nee. Nicht die Mama? Doch, natürlich. Ja, habe ich das schon gesagt. Wer geht denn eher fremd? Schon mal gar nicht. Ich bin glücklich verheiratet. Deshalb bin ich nicht zu Ihnen gekommen. Das habe ich mir schon gedacht, dass die Tochter das eher macht. Aber was ist Ihre was ist denn Ihre Meinung? Was glauben Sie denn? Männer oder Frauen? Mehr die Männer, aber auch die Frauen. Beides gleich? Nee, die Männer mehr als die Frauen. Die Männer mehr? Was sagt die Tochter? Sowohl als auch, denke ich. Die Mama ist echt glücklich, ne? Ja, 25 Jahre. 25, so alt sind sie? Hätte ich mir fast gedacht. Du bist doch ein Riese. Ja, ja, ich bin Riese. Das Ding ist, ich möchte aber direkt meine Meinung zu sagen. Ich glaube, Männer gehen fremd, um, wenn sie, sagen wir mal, nicht befriedigt sind. Und Frauen gehen fremd, wenn sie keine Gefühle mehr haben. So, wisst ihr? Also oft. Also das ist meistens so, weil Frauen sind viele Punkte meistens wichtiger in einer Beziehung als Männer. Also Männer sind andere Punkte wichtiger. Frauen gehen ganz viel auf Gefühle, dies, das, was ich richtig gut finde. Und Männer sind ganz oft so stumpf. Ja, man ist halt zusammen, ne? Sie macht meine Wäsche, ne? Wir haben ein schönes Leben. Wenn ich mal meine Ruhe will, dann krault sie mir den Kopf und dann gucken wir abends zusammen Fernseher. Und so, ne? Männer haben so mehr die Einstellung. Also man kann das jetzt nicht plausibel über alle sagen, aber ich meine gerade allgemein, so wie das auf mich wirkt. Deshalb, wenn Männer fremd gehen, ist das oft so, dass das mehr so ein kurzes Ding ist, so einmal Scheiße gebaut. Und bei Frauen ist mehr so, wenn sie fremd gehen, dann sind schon eigentlich alle Alarmglocken am Läuten. Dann ist schon so, ist die Frage, ob es dann sich noch lohnt, da nochmal zu verzeihen und zurückzugehen. Weil das dann oft schon heißt, sie ist nicht mehr so ready für die Beziehung, für die alte. Ja. Wer geht denn eher fremd, Männer oder Frauen? Oh, so schwierig. Frauen sehen ein bisschen unschuldig, aber sind sich wirklich schlimm. Ja. Sie sind mehr drauf als Männer. Wie ist dein Name? Didi. Jetzt mal nachdenken, wie man heißt, ne? Ja, Didi. Männer. Ist dir schon mal passiert? Ja. Wie hieß er? Didi. Wer geht eher fremd? Wie hieß er? Didier. Das war gut geschnitten. Habe ich mich gerade habe ich gerade echt mich an einem Popel gefühlt verschluckt.
Also ich habe mich nicht an einem Popel verschluckt, aber dadurch, dass ich gelacht habe, ist der so, hat er so einmal das Stockwerk, sagen wir mal, gewechselt. Okay, machen wir einfach weiter, komm, es wird jetzt langsam unangenehm. Männer oder Frauen? Interessiert mich nicht. Beide. Beide gleich? Da spricht jemand aus Erfahrung. Nein. Nee? Nein. Was sagt die Freundin? Auf jeden Fall Männer. Die Rothaarigen sind mir die Liebsten. Hallo, wie findest du mein neues Mikrofon? Super schön. Willst du mal reinbeißen? Nein, danke. Warte, ist das dein Mann? Komm mal ein Stück mit rüber. Das Coole finde ich bei Marc, der hat so dieses, der hat keine Angst mit Leuten zu reden oder der traut sich einfach was zu fragen, was man nicht fragen würde oder so ein bisschen frech zu sein, so ein bisschen, wie heißt das, keck? Nee, wie sagt man das? Jemand ist keck unterwegs, doch, jemand ist so frech, so, doch, das finde ich immer ganz geil bei ihm. Und ich sag mal so, man muss auch dazu sagen, mit Marc feiern gehen macht auch Spaß. Also wir waren schon das ein oder andere Mal mit der gleichen Truppe unterwegs, beim Besäufnis. Guter Saufkompane, sagen wir mal so. Kramen wir mal in der Vergangenheit rum, jetzt wollen wir mal schauen. Das ist eine gute Frage, aber ich würde sagen, mal so, ne? Ach so, du. Dann komm noch mal kurz ran. Das erläutern wir noch mal. Er geht mal fremd, du gehst mal fremd, man macht's einfach. Ich jetzt nicht, aber generell weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Ach so, war nicht auf euch bezogen? Nein, nicht auf uns. Okay. Also du sagst ausgeglichen, 1-1. Ja, ich würde sagen, ja. Was guckst du ihn denn so an? Du überlegst gerade. Ich habe ihn jetzt auch gerade angeguckt. Ja, ich habe heute Abend auch noch nichts vor. Ne? Das wäre die Gelegenheit, er hört nicht zu. Ja, er ist jetzt am Handy, siehst du. Ja. Männer oder Frauen? Das ist halt so frech, sowas zu sagen, ne? Dafür muss man schon Eier in der Hose haben, also Real Talk. Dafür muss man schon... Männer? Das kam wie aus der Pistole geschossen. Ja, YouTube, DSF. Ja. Wollt ihr jemanden grüßen? Nee, eigentlich nicht. Vielleicht Papa guckt da ein bisschen die Fußballclips abends immer, ab 23 Uhr. Vater guckt die doch. Ich glaube, mein Vater guckt das, ja. DSF abends immer, 23 Uhr, die sexy Sportclips. Wieder jemand hier mit roten Haaren, ne? Grüße gehen raus an Miki. Mein Mikrofon duftet leicht nach Arsch. Frauen gehen eher fremd. Ja, glaub schon. Ja? Ja. Tschüss. Jetzt gehen wir mal hoch, ja. Wow, einfach unangenehm, ne? Einfach unangenehm. So, es ist, also man muss schon für so Straßensachen. Leute, ich sag euch ehrlich, ich bin froh, am Ende des Tages hier an meinem Schreibtisch zu sitzen, mein Ding zu machen. Ich bin von niemandem abhängig, ich brauche keine anderen Leute, außer Dennis. Dennis! Kuss, ich brauche keine anderen Leute, aber ja. Ach Mensch, wer bist du denn? Ich bin Dima. Nee, der Hund. Ja, der heißt Dima. Also. Dima? Weißt du, der Hund geht ein mit der Jacke. Ja, ein bisschen, fast, ne? Ja. Was will der? Weißt du nicht? Nö. Der will nur ein paar Fragen. Der alte Hund wurde sich dann um den Hals gebunden. So, jetzt pass auf, wer geht denn eher fremd, Männer oder Frauen? Männer. Ich stelle die Frage nochmal, wer geht eher fremd, Männer oder Hunde? Ja, bei Hunden ist das so ganz was anderes. aber du sagst eindeutig Männer? Natürlich. Warum? Wer natürlich? Wieso? Ja, das ist der Y-Chromosom, der ist dran schuld. Die Frauen brauchen Gefühle und so und Männer sind einfach spontaner, gell? Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Und ich meine das auch nicht böse und ich meine das auch nicht falsch und ich meine das auch nicht auf alle gerichtet und ich meine das vor allem auch nicht auf mich gerichtet. Ich kann euch vergewissern und schwören in die Kamera. Ich schwöre eigentlich nicht, weil, also, ich kann euch versprechen, dass ich noch nie fremdgegangen bin. Ich meine das gerade allgemein. So, ne? Ich habe gerade voll Blickkontakt mit der Kamera gehalten, damit ihr merkt, ich lüge nicht. Weil wer lügt, der guckt immer weg. Aber das ist das, was ich gerade meinte. Einfach rein, das Ding, ne? Richtig. Oh, ich habe dich schon auf YouTube gesehen. Das ist ja wirklich super abgefuckt jetzt, oder was? Ja, wie heißt nochmal Marc Eggers? Das ist aber ein schöner Hund. Ich meine nicht dein Freund. Ach so. Nee, der Hund ist schön. Ja. Auch Danny heute mal wieder mit dabei. Wir drehen gleich nochmal für deinen Kanal auch eine Umfrage. Ja. Welches ist das Thema? Didi. Super. Check's auf jeden Fall ab. Ist verlinkt unten in der Infobox. Der liebe Danny Liedtke, Urgestein. 9 Jahre lang gibt es jetzt schon die Serie Köln 50667. Ihr habt Geburtstag. An dieser Stelle nochmal Happy Birthday und meinen großen Respekt für 9 Jahre. Stimmt, dieser Danny Liedtke war da dabei. Aber Marc Eggers hat da auch mal eine Zeit lang mitgespielt. Da war ich so richtig erstaunt, als mir jemand erzählt hat, Marc Eggers ist schon seit über einem Jahr in diesem Cast mit dabei. Und ich war so... Boah, krass, ich merke schon wieder, ich gucke echt zu wenig Fernsehen. Was Vorteile, aber auch Nachteile haben kann, ne? Einerseits fehlt einem vielleicht ein bisschen Bildung, einerseits wird einem sehr viel unnötige Bildung vielleicht auch erspart, ne? So kann man das vielleicht einfach mal all in all zusammenfassen. Wer das durchzieht, der schafft einiges. Didi. Männer. Männer, ganz klar. Ja, du bist der Freund, ne? Hast du schon verkackt. Na ja. Doch. Ja? Ja. Was ist passiert? Er stand auf ein Mädchen und das hat er dann, mit der ist mir dann fremdgegangen. Wirklich? Aber du hast ihn verziehen? Ja.
Warum hast du... Boah, das gefällt ihm gar nicht, dass das jetzt vor Kamera da angesprochen wird, aber würde mir halt auch nicht gefallen. Also wenn ich, sagen wir mal, einen Fehltritt gemacht hätte, würde mir das gar nicht gefallen. Wenn man das jetzt vor der Kamera bei Marc Eggers auf dem Kanal bequatscht. Aber Marc gefällt das richtig gut, weil er hat jetzt richtig guten Content. Gemacht? Alkohol. Ach, der Alkohol ist schuld, sag ich auch jedes Mal. Du, Schatz, ich war voll. Ja. Wie hast du es erfahren? Durch eine Freundin von ihr. Wird immer schlimmer, ich gehe. Ich gehe jetzt wirklich. Ich nicht nochmal machen jetzt, ne? Was hat das auf sich? Es hat auf sich, dass ich meine, dass wir mit unserer Lebensweise diese Erde kaputt machen. Wer geht eher, fremd, Männer oder Frauen? Interessiert mich nicht. Männer. Oh, der Arme, der war voll süß. Der war so voll auf minimalistisch unterwegs. Der läuft durch die Einkaufsstraße, damit Leute weniger konsumieren. Der Gedanke dahinter ist an sich richtig gut. Mit diesem Schild weniger checken halt locker 70-80% der Leute auf der Einkaufsstraße nicht, was damit gemeint ist. Also ich hätte jetzt, habe ich es auf den ersten Blick gecheckt, ich habe es mir gedacht. Aber dass Marc gefragt hat, hat es mir bestätigt so. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die das nicht checken oder die den Zusammenhang nicht checken. Deshalb, ob das so viel Sinn macht, mit dem Schild da durch die Einkaufsstraße zu laufen, hä? Man weiß es nicht. Warum? Ich glaube nicht, dass die Frauen so schnell fremd gehen würde, aber Männer gehen eher. Sprichst du aus Erfahrung? Sieht so aus, ne? Ich habe das Gefühl, du hattest schon eine gute Nacht gehabt gestern, ne, mein Lieber? Nee, sowas habe ich nicht. Safe Frauen. Frauen sind schlimm. Wieso? Erzähl mal. Also ich stehe selber teils auf Frauen. Du stehst selber auf Frauen? Ja. Ich auch. Ja? Das sind wir schon mal gut. Gar nicht Männer? Doch, aber jetzt gerade nicht so. So eine Frauenphase? Ja, ja. Warum? Was ist an Frauen besser? Die wissen, wie man leckt. Boah, nicht zwingend. Auch nicht zwingend? Nee, also da gibt es nicht so Unterschiede. Okay. Das ist mal so. Aber Frauen gehen öfter fremd als Männer. Guckt euch Temptation Island an. Sie trifft gerade ins Rote, ne? Weil wir gerade auf dem Hauptkanal gucken wir uns gerade Temptation Island an. Und da, wow, da geht's gerade drunter und drüber. Ich denke mir da nur so, okay. Also auch falls ihr das noch nicht geguckt habt, könnt ihr auf dem Hauptkanal auf Playlists gehen und könnt da von der ersten Folge an das mit nachverfolgen. Falls ihr wirklich heute Abend nichts zu tun habt, einen ganz entspannten Abend euch gefragt habt, ach, auf Netflix kommt eh nichts, schaut auf dem Hauptkanal vorbei. Are You The One, Temptation Island. Wir gucken dort alles an. Du hast echt schöne Augen, ne? Aber bist du jetzt glücklich vergeben mit einer Frau? Dann kann ich tatsächlich nichts machen, sonst hätte ich dir jetzt meinen Instagram-Account mal gesagt. Marc Eggers. Ja, ich guck mal. Man kann ja mal gucken. Auf Bildern sehe ich gar nicht so schlecht aus. Wilde Fingernägel auch. Danke. Da hätte ich nicht gern die Finger im Po. Hallo, ich bin Jonathan. Junge, was ist das für eine Aussage? Marc Eggers, Alter. Der Typ. Der ist wirklich, der hat Legendenstatus hier in Köln, würde ich einfach mal sagen jetzt. Ich bin Wähler. Ja. Und ich bin Marc. Und ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Hey Marc, ich habe dir hier ein Bier gekauft, es gab kein Corona, deswegen reicht's doch. Ich will ein Live-Tornado von dir sehen. Du machst die so, dass sie so richtig geil sind. Also guck mal, Ron macht schon richtig geil, den macht so. Aber du machst doch diese kleinen, dass der so ein perfekter Stuhl ist. Kannst du auch einen? Nein, nein, Digga, nein. Ein Torni, hast du gehört? Ein Torni. Tornado. Das ist auch krass, dieser Trend, ne? Aber ich feiere den Trend, um ehrlich zu sein. Oh, oh. Genau das wollte ich sehen. Ja, genau das wollte ich sehen. Wer geht eher, fremd, Männer oder Frauen? Ich. Ich. Männer, glaube ich. Ja, du gönnst ja auch das Bier, ne? Was? Wähler? Ja, natürlich. Digga, Wähler, ja. Guck mal, wenn ich diese Mykonos-Videos sehe, die inspirieren mich. Ich werde Privatier, dann habe ich viel Alkohol und das bin, ja. Ja, Digga. Und von Alkohol wird man halt am Ende des Tages einfach nur dick, ne? Alkohol sorgt dafür, dass du eine Wampe kriegst, auf gut Deutsch. Ja. Alkohol befürworten wir nicht auf diesem Kanal, liebe Freunde. Einfach nein. Ab und zu vielleicht. Beide. Beide? Ja. Oh, jetzt bin ich in der Mitte. Das finde ich gut. Das ist hier die Position, die mich glücklich macht. Ja. Männer oder Frauen? Ja, ich würde auch sagen beide. Beide? Ja. Schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Ja. Wollen wir ihn grüßen? Erik Walter. Schon mal fremdgegangen? Ich? Nee. Wow, sie hat einfach den kompletten Namen gesagt. Erik Walter, auch krass. Der Bruder kriegt jetzt einfach Shitstorm von seinen Freunden, Alter. 16. 16 hatte ich noch nicht mal Sex, da kann man auch nicht fremdgehen. Aber Tornados kann ich kloppen wie ein Großer. Wirklich? Ja, aber ich habe jetzt leider keinen Salitos hier, sonst würde ich einen machen. Oh, guck mal, sogar mit Salitos wie. Ja, immer. Da weiß jemand Bescheid. Ich habe Vorbilder. Was haben wir für einen Einfluss? Hier wird nicht mehr getrunken auf diesem Kanal. Doch, ich bin auch vergeben. Ich will auch nicht so viel sagen, dass ich neue Schläge bekomme. Oh Gott, du bist vergeben und kriegst Schläge von deiner Freundin? Nein, aber... Ja, ich denke, das war die Wahrheit. Jetzt mal mit Anzug, jetzt werden wir seriös. Wer geht denn eher fremd, Männer oder Frauen? Ich glaube Männer. Wirklich?
Ja, ich glaube, ich weiß, der reitest uns gut in die Scheiße rein jetzt, ne? Wird ja die Fahne schon mal hochhalten für uns. Immer ja. Die Schuld auf die anderen, die Frauen sind schuld. Würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber ich denke schon, es ist so. Woran liegt's, an den Trieben? Tja, das weiß ich auch nicht, weiß ich nicht. Also ich muss Real Talk sagen, ich finde die Videos von Marc richtig unterhaltsam. Also ich kann euch nur empfehlen, unten auf den Link zu klicken. Das Video geht noch ein paar Minuten. Er hat auch mehrere Straßenumfragen. Schaut da vorbei, lasst Liebe da, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, wie das hier funktioniert. Auf diesem Kanal werden die Leute supported, auf die wir auch reagieren. Deshalb macht das ganz gerne. Und ansonsten kann ich euch nur empfehlen, den Kanal hier natürlich auch zu abonnieren. Hauptkanal natürlich auch. Glocke aktivieren. Es kommen jeden Tag, Hauptkanal 14 Uhr, dieser Kanal 18 Uhr, jeden Tag Videos. Wir ziehen das durch, liebe Freunde, dieses Jahr. Ich gebe mein Bestes, dass jeden Tag ein Video kommt. Ich küsse eure Herzen, wir sehen uns morgen wieder. Oder auf Insta, ne? Also. Da, ne, warte. Da. Ne, da. 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 Ja. Da ist mein Insta-Name eingeblendet. Oder wir sehen uns da. Haut rein. Danke für euren Support und Kuss. Ciao.